tonight. We will fight for the right to stay alive. Und mein Mann findet ihn total hässlich. Aber gut, ich finde ihn halt cool und deshalb durfte er bleiben. Ja, sag mal, bin ich jetzt blöd oder was? Ja, scheinbar. Das scheint so einfach, ne? Okay, nochmal. Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein ganz ungewohnter Hintergrund heute mal für euch. Sorry dafür, ich hoffe, es ist in Ordnung. Aber mich haben jetzt gerade ganz viele auf Snapchat gefragt, ob ich nicht zeigen könnte, was der Postbote gebracht hat. Ich habe mir die Sachen anprobiert und da sind so coole Schätze mit dabei, sodass ich mir gedacht habe, okay, ich baue jetzt nicht extra alles auf, ich flitze mich einfach auf den Boden und zeige euch die Schätze. Vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch dabei. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich jetzt hier einfach mal auf dem Boden sitze. Wir starten durch in dieses Video. Das war ein langes Intro. Und zwar habe ich bestellt bei Stradivarius. So sieht das aus. Dann habe ich mir ein Schätzchen gekauft bei H&M und eins bei Zara und noch was. Das werde ich euch jetzt alles in diesem Video zeigen und wir starten direkt durch, damit das Video nicht zu lange wird. Und zwar habe ich mir schon ganz, ganz lange einen roten Pulli gewünscht, weil ich finde, dass Rot zu schwarzen Haaren ganz gut passt. Übrigens, sorry heute auch für meine Haare. Die sind nicht so schön hergerichtet für das Video. Jedenfalls habe ich tatsächlich einen gefunden bei H&M zusammen mit Moritz. Tada! Mein Mann findet übrigens diesen Pulli ganz schrecklich. Ich weiß nicht, wie es mit euren Männern ist, die auch nicht so auf riesige Sachen stehen, also Oversize. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also mein Mann, der steht da überhaupt nicht drauf, aber mir hat der so, so gut gefallen und ich liebe das halt, ne? Wenn das jetzt nicht unbedingt so total eng an der Haut liegt. Und deshalb dürfte dieser wunderschöne Pulli mit. Ganz, ganz viele haben mich auch schon danach gefragt, weil ihr Videos dazu gesehen habt. Und ja, der ist aktuell bei H&M erhältlich. Dann habe ich mir eine wunderschöne Bluse gekauft bei Zara. Die hat knapp 40 Euro gekostet. Also eigentlich ist es eine Bodybluse. Und zwar sieht die so aus. Eben mit Body, wie gesagt. Und ihr habt schon gesehen, die hat einen richtig weiten Ausschnitt. Aber da werde ich einen Top drunter tragen mit Spitze. Und dann sieht es richtig schick aus. Und dann schön Schmuck dazu. Die ist halt ganz schlicht. Aber mir gefällt sie total gut, weil sie auch vom Stoff her sehr, sehr hochwertig ist. Die hat hier so Schulterpolster, die ich rausnehmen werde. Also hier sind so zwei Knöpfe. Kann man das abmachen. Also mir steht sowas halt nicht. Und deshalb mache ich sie raus. Jo, dann machen wir weiter mit meiner Bestellung von Stradivarius. Oh mein Gott, die Sachen kamen an und ich habe mir nur so gedacht, oh mein Gott, voll die schönen Sachen. Jedenfalls habe ich mir bei Stradivarius weitere riesige Pullis bestellt. Und wie gesagt, mein Mann, der freut sich über diese Bestellung nicht. Also gut, es ist dieser Pulli hier noch geworden bei Stradivarius. Ihr könnt schon sehen, der ist echt riesig. Das ist S. Auch wieder hier mit Rollkragen. Und er hat gekostet 25,95 Euro, ist total kuschelig weich und ist so, so angenehm. Und ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt mit einem Rock, einem Bleistiftrock, den zeige ich euch auch gleich. Dann steckt man sich den Pulli so ein bisschen rein und eine schöne Strumpfhose, dann ist man schön gewärmt und wie ich finde, schick angezogen. Vor allen Dingen finde ich die Farbe richtig cool, ich habe mich dazu mal getraut. Machen wir direkt weiter mit dem Bleistiftrock eben von Stradivarius, der sieht so aus. Und zwar ist der schön stretchy. Ich habe den 38 bestellt, weil mir 36 definitiv zu eng war. Habe ich auch bestellt, wird zurückgehen. Und ich wollte ja unterwegs dann doch ganz gern auch mal ein Stück Pizza oder so essen. Ne? Und normalerweise trage ich ja 34, aber das ist schon echt heftig. Jedenfalls richtig, richtig schön. Und jetzt kommt der absolute Hammer. 12,99 Euro kostet dieser Rock. Also das ist richtig krass. Und der sieht so schick aus, so hochwertig. Dieser Stoff ist einfach richtig, richtig genial. Dann machen wir weiter mit einem Schätzchen, worüber mein Mann sich total freuen wird. Nicht? Und zwar diesen Pulli hier. Ihr könnt schon sehen, der ist auch wieder riesig. Also unglaublich. Obwohl auch das wieder Größe S ist für 25,95 Euro. Total kuschelig weich, genauso wie der andere, nur eine andere Farbe hier mit diesem Rollkragen. Und ja, ja, da freue ich mich drauf. Und zwar trage ich sowas zum Beispiel auch mit einer blickdichten Strumpfhose natürlich. Und zum Beispiel eine Thermo-Leggings könnte man auch drunter anziehen, habe ich auch schon gemacht. Und zwar als wir in der Autostadt waren in Wolfsburg, da hat es ja geschneit. Ich hatte meine dicken, fetten Boots an. Die hatte ich mir gekauft bei 1000 Kind, genau. 90 Euro knapp habe ich dafür
dafür bezahlt und ich war heilfroh, dass ich sie dabei hatte. Dann eben diese Thermo-Leggings, ich blende euch am besten mal ein Bild ein, und meinen riesigen Pulli von Zara mit dem Rollkragen. Also mir hat es halt total gut gefallen und ja, ich war gewärmt und trotzdem einigermaßen schick, wie ich finde, also nach meinem Geschmack. Dann machen wir weiter mit einem richtig coolen Schätzchen von Stradivarius und zwar diesem Oberteil hier mit dem V-Ausschnitt. Anhand des Bildes im Internet wusste ich schon, wie der Stoff wahrscheinlich sein wird. Und ich wurde nicht enttäuscht, der ist richtig, richtig schön, weich, sehr hochwertig. Und dieses Schätzchen hat nur 19,95 Euro gekostet. In S habe ich es genommen und passend dazu habe ich mir einen Rock bestellt, was ich eigentlich so gut wie noch nie gemacht habe, muss ich wirklich so sagen, also ein Set gekauft. Und zwar sieht der Rock so aus, auch wieder im selben Stoff, in derselben Farbe. Es gibt zwei verschiedene Farben. Und eigentlich stehe ich ja gar nicht auf solche Röcke, weil ich ja sehr klein bin, das wisst ihr ja. Und dann sehen halt so lange Röcke irgendwie nichts aus. Jedenfalls habe ich mich getraut und ich finde die Kombi so, so schön. Mir gefällt es richtig gut. Und zwar habe ich mir Folgendes dazu vorgestellt. Ich werde diese Schuhe hier dazu tragen, diese Nike. Wahrscheinlich werden jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und werden sagen, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Aber ich finde es halt total bequem, gerade mit den Schuhen. Und oben ja, ist mal etwas schicker angezogen und dann halt ja trotzdem was Gemütliches, ne, wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Oder man könnte zum Beispiel natürlich auch Chelsea Boots anziehen dazu. Also das ist natürlich auch keine Frage. Jedenfalls gefällt mir das total gut. 20 Euro kostet das eben auch, 19,95 Euro. Ja, und dann ist man mit dem Set auf jeden Fall richtig schön angezogen. Dann habe ich mir noch einen Pulli bestellt. Und zwar diesen hier von Ralph Lauren. So sieht er aus. Mit dem V-Ausschnitt, da werde ich eine Bluse drunter anziehen. Ist auch schön weich und ja, so nichts Besonderes jetzt wahrscheinlich, ne? Aber, also eher schlicht, sagen wir es mal so. Aber trotzdem so für jeden Tag richtig cool. Dann machen wir noch ganz kurz weiter mit Schmuck. Das ist euch natürlich auch aufgefallen auf Snapchat, dass ich neuen Schmuck trage. Ich habe euch das Ganze dann auch auf Snapchat gezeigt, aber ich möchte es euch auch gerne hier nochmal zeigen. Und zwar hat mir meine Freundin Mayra einen wunderschönen Armreif zugeschickt. Den hat sie mir geschenkt zu Weihnachten. Ich wollte es euch zeigen, weil die Mayra sich wieder unglaublich viel Mühe gegeben hat mit dem Päckchen. Sie hat ja einen Online-Shop, der sich nennt Le Chic Boutique. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Armreif gekostet hat. Wie gesagt, das war ein Geschenk, aber ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Den so, so wunderschön, ganz, ganz edel, ganz dezent hier an meinem Handgelenk. Und wie gesagt, ganz viele hatten mich eben auch nochmal danach gefragt, deshalb heute in diesem Video. Und meine Ohrringe sind auch ganz, ganz neu. Davon hatte ich euch schon in meinem Geschenketipp-Video erzählt. Das kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Die sind von Leonardo. Leonardo Glass hat ja wunderschönen Schmuck und nein, es ist keine Produktplatzierung. Ich zeige euch die Sachen nur, damit ja vielleicht eine kleine Inspiration für euch dabei ist. Wie gesagt, ich werde ganz oft danach gefragt. Die sind halt ganz schlicht, die nennen sich Matrix, glaube ich, und die gibt es in verschiedenen Farben, also Silber, Gold und Steinchen in der Mitte nochmal anstatt diesem großen Stein. Und ja, das wollte ich eben heute auch nochmal ganz kurz in diesem Video sagen. Und auch Leonardo verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Und meine neue Kette, die ist von Meinpunkt, da werde ich auch total oft danach gefragt. Nein, ich bekomme hier kein Geld, nur zur Info, also ne, nur mal so jetzt mal, by the way. Ich weiß, dass das viele nicht mögen, wenn ich das dazu sage, aber manche denken halt, dass ich dafür Geld bekomme, aber ich würde es ja einblenden. Also jedenfalls ist diese Kette von Meinpunkt, da haben mich ganz viele danach gefragt. Und zwar haben das ganz viele gemerkt, dass das vielleicht eine Tiffany-Kette sein könnte. Ist es aber nicht, sie ist wie gesagt von Meinpunkt. Total edel, könnt ihr euch auch gravieren lassen und auch das kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Ich habe dazu einen Rabattcode. Rosella mir 17 nennt er sich. Ich sage es immer wieder gerne dazu, weil ihr da einfach sparen könnt. Und bei Leonardo habe ich auch einen Rabattcode und zwar nennt der sich Rosella mir 10. Ja, ich muss mir das immer alles so ein bisschen in mein Gehirn rufen, weil ich mir das alles gar nicht so merken kann. Und ich freue mich aber, wenn ich euch da Rabattcodes einfach zur Verfügung stellen kann. Auch den Online-Shop verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Und ich hoffe, dass ich euch damit die Frage beantwortet habe. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Meinpunkt vorbei. So, meine Lieben, also das war es soweit von meinem Fashion Haul, der total unprofessionell auf dem Boden abgedreht wurde. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch. Lasst mir da gerne mal Feedback da, wenn
wenn ihr sagt, nee Heidi, es geht gar nicht, können wir uns nicht anschauen, dann gelobe ich Besserung, sagen wir es mal so. Aber dafür brauche ich eben mehr Zeit und ich muss jetzt gleich den Moritz vom Tennis abholen. Okay, also, vielleicht war eine kleine Inspiration für euch dabei. Ich versuche euch alles mal unten in der Infobox zu verlinken. Diesen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren, das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos mal vorbeischaut oder meinen Kanal kostenlos eben, wie gesagt, abonniert hier drüben. Okay, also, dann habt eine wunderschöne Zeit, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!